Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy von Edeka und wir machen heute ein ganz tolles Campingrezept und zwar Pizzasuppe überm Lagerfeuer. Kommt mit! Dafür brate ich zuerst hintereinander Hackfleisch, Zwiebeln und Champignons an. Dann lösche ich die Masse mit Gemüsebrühe ab und gebe Sahne und passierte Tomaten dazu. Sobald die Suppe kurz aufgekocht ist, gebe ich Mais und Kräuter dazu und garniere sie zum Schluss mit Rucola und Parmesan. Auf geht's! Pizzasuppe ist zwar ein Partygericht, aber für mich ist das ein richtiges Lagerfeuergericht. Es ist schnell gemacht und super nahrhaft. Als erstes brauchen wir zwei Zwiebeln. Diese werden geschält und Streifen geschnitten. Und wir brauchen 150 Gramm Champignons. Diese könnt ihr vierteln oder halbieren. Meine sind relativ groß, deswegen viertel ich die. Es ist alles vorbereitet, jetzt geht's an den Topf. Wir brauchen einen Esslöffel Olivenöl und 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. Das Hackfleisch wird jetzt 4 Minuten lang krümelig angebraten und dann kommen Champignons und Zwiebeln rein. Solltet ihr Hackfleisch benutzen, unbedingt immer am selben Tag verbrauchen, es sei denn, ihr habt eine richtig gute Kühlung im Keller. Und so muss es aussehen. Jetzt Zwiebeln und Champignons rein und das Ganze 2 Minuten lang anbraten. Und wenn das so aussieht, kann die Brühe schon rein. Davon brauchen wir einen Esslöffel. Das Ganze löschen wir mit 500 ml Wasser ab. Das Ganze gut verrühren, damit sich die Brühe schön auflösen kann. Boah, das riecht hervorragend. Da kommen jetzt 200 Gramm Schlagsahne rein. Wir brauchen 500 Gramm passierte Tomaten. Passierte Tomaten sind super einsetzbar, halten sich lange und sind perfekt zum Transportieren. Ein Muss in jeder Campingküche. Die Suppe lasse ich einmal aufkochen und dann lasse ich die 10 bis 15 Minuten schön bei geringer Hitze köcheln. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um den Rest. In unsere Suppe kommen natürlich pizzatypische Kräuter rein, und zwar halber Bund Thymian, halber Bund Oregano. Die könnt ihr entweder zupfen oder mit einem scharfen Messer fein schneiden. Dann brauchen wir 150 Gramm Mais. Wir geben 3/4 der Kräuter schon mal rein in die Suppe. Und Mais. Das Ganze einmal umrühren. Ja, guckt euch diese tolle Konsistenz an. Ihr könnt auch kleine Hefeteigstückchen reinzupfen, dann habt ihr richtig tolle Hefeklößchen. Von dem Parmesan brauchen wir 150 Gramm. Den reiben wir direkt in die Schüssel mit den Kräutern. Wir brauchen noch 50 Gramm Rucola, das werden wir gleich fein schneiden. Das gibt der Suppe eine gewisse Schärfe. Solltet ihr das nicht wollen, dann gebt doch einfach Basilikum rein. Habt ihr schon mal ein Lagerfeuergericht zubereitet? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, was es für eins war. Nicht besonders fein und nicht besonders grob, sondern richtig gute Stärke, würde ich mal sagen, ist das hier. Der Rucola, Parmesan und die restlichen Kräuter kommen jetzt rein. Das Ganze wird noch einmal umgerührt und jetzt wird probiert. Das ist eine richtig gute Pizzasuppe. Was gibt es Besseres als Sonnenuntergang, Lagerfeuer und Pizzasuppe? Hier sind zwei weitere Videos. Anschauen, nicht vergessen uns zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Euer Easy.